Und mit Ihrem Mitarbeiter sind Sie auch noch zufrieden? Ja, bis jetzt ja. Also er macht sich sehr gut. Ich habe gesehen, er ist mir ein bisschen zu, wie soll ich sagen? Also man merkt halt, dass er mal selber einen Hof hatte. So glaube ich, kann man es formulieren. Er ist halt nicht so der typische Angestellte, sondern er will sehr viel selber machen und er organisiert auch sehr, sehr viel. Das ist zwar gut, aber es ist nicht immer genau das, was ich brauche. Aber das werden wir auch nur in den Griff bekommen. Achso, auch so eigene Entscheidungen dann entsprechend. Ja, sagen wir mal so, ne? Also, dass der Klaas hier steht, war nicht meine Idee. Ja, ich. Naja, also, Herr Wiesenberger, ich wollte jetzt nichts sagen, aber ich meine, jedes Mal, wenn wir uns sehen, fanden Sie einen anderen Schlepper. Ja, ich weiß, das ist auch genau das Bild, was ich eigentlich nie haben wollte. Weil ich wollte eigentlich so der bodenständige Landwirt hier sein. Aber. Ja. Ich glaube aber, dass ich sie bereits in, ich weiß nicht, 7, 8 unterschiedlichen Traktoren gesehen habe. Ja, das ist ja vielleicht, also, nein, ich weiß es nicht, aber sagen wir mal so, das gehört nicht mir. Das gehört nicht mir. Ach so. Nee. Ich habe immer noch. Das komplette Gespann nicht? Das komplette Gespann gehört nicht mir. Weil wir haben ja die Sämaschine gehörte dem Melu, die hat er uns ja geliehen. Ja. Und der Traktor ist ein Vorführer. Ach so, ja, vom Herrn Lübcke. Nee, tatsächlich von einem Nachbarbetrieb, also vom Nachbarort der Händler. Da hat eben mein Mitarbeiter, der Klausi, hat da noch ein bisschen Kontakt dahin gehabt. Und den habe ich jetzt auch dem Ron gezeigt, mein Bruder. Und der will den auch mal testen. Ach so. Also ich darf den jetzt noch haben für den Tag. Und morgen ist er dann, also da geht eigentlich noch ein Ladewagen dahinter. Den haben wir jetzt mal kurz getauscht, weil wir haben nichts mehr zum Holen vom Feld. Ach so, ja. Ja, aber das sind alles so Sachen, ich finde es zwar cool, aber ich weiß nicht, also ich glaube, ich muss da mal, ich will nicht sagen ein Machtwort sprechen, wie es jetzt vielleicht etwas hart, aber wir müssen da einfach nochmal drüber reden, damit das nicht überhand nimmt, so muss ich es formulieren. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ist aber auch ein größeres Gerät hier. Das Ding ist Wahnsinn, ich weiß nicht, 300, 400 PS, irgendwas in der Richtung. Den können Sie einfach auch für andere Arbeiten jetzt nehmen, als Leihgeräte? Naja, sagen wir mal so, ne? Wer nicht fragt, der wird es nie wissen und deswegen haben wir es einfach gemacht. Ach so. Also wir haben den Ladewagen erstmal am Hof deponiert und da ich das Gerät ja den ganzen Tag haben kann, habe ich jetzt einfach mal zweckentfremdet, weil ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber die Lemken-Sämaschine, die wir hier vom LU haben, die braucht schon ein bisschen PS. Ja, die braucht, glaube ich, gar nicht so viel tatsächlich. Ja. Aber dadurch, dass wir noch am Steilhamm arbeiten, ist mir die Variante ein bisschen lieber gewesen. Ja, nee, okay. Das stimmt schon und naja, große Traktoren fährt man natürlich gerne, das stimmt. Ja, es ist halt, wie soll ich sagen, es gibt halt einen Bildschirm, es gibt eine Klimaanlage, es gibt einen kleinen Kühlschrank. Herr Schlager, was soll ich mich denn beschweren? Ne? Ach, mit Klimaanlage? Ja. Ja. Das ist ja richtiger Luxus. Also die Vorführer haben halt meistens alles drin, ne? Ja. Ja, die Oldtimer haben das ja nicht so. Meiner hat das jetzt ja auch nicht. Ja, nee, das stimmt. Aber ich darf mich nicht an den Luxus gewöhnen, weil wenn der weg ist, habe ich wieder meine Geräte und da habe ich leider keinen Kühlschrank und so weiter drin. Ja. Irgendwas wollte ich von Ihrem Mitarbeiter noch mal wissen, aber ich weiß auch nicht mehr. Vielleicht melden Sie sich, also könnten Sie ihm einmal sagen, dass er sich nachher mal bei mir meldet? Ja, kann ich gerne machen. Das wäre sehr nett. Gut, machen wir so. Sie schicken mir die Rechnung dann, Herr Schlager, ne? Ich schicke Ihnen die Rechnung zu. Wunderbar. Ja, natürlich. Super, danke Ihnen. Schönen Tag noch. Ebenso, tschüss. So, Deckel zu. Ja, mittlerweile läuft das wie geschnitten Brot, muss ich sagen. Ne? Also ich habe das schon, ich möchte nicht sagen, ich bin gut, aber ich habe da schon ein Händchen für dieses Gerät entwickelt. Das würde ich schon sagen. Wie habe ich denn da umgedreht das letzte Mal? Nee. Aber wenn du immer die Traktoren wechselst, das ist jetzt wirklich ärgerlich, ne? Also ich mag den Herrn Schlager wirklich sehr. Aber dass er jetzt so ein Bild von mir im Kopf hat, ist nicht das, was ich eigentlich wollte. Ne? Bin ich jetzt wirklich 10 Minuten hier gewesen? Kam mir gar nicht so lange vor. Aber ich habe zumindest einen Kaffee bekommen. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Also schön die Lippe verbrennt und die Zunge verbrennt noch, weil ich zu gierig war.
Toll. Nee, hat sich richtig gelohnt hier bei meinem Schlager, muss ich sagen. So. Ab nach Hause. Wir müssen weitermachen. Glaube auch, der Klausi sollte schon fertig sein mit dem Vorbereiten des Ganzen. Das wäre gut. Gerade überlegt, ob ich nochmal den Klausi anrufen soll, aber eigentlich lohnt sich das nicht. Ne? Ich bin eh in ein paar Minuten, bin ich eh im Feld und dann läuft das sowieso. Was habe ich denn noch auf meinem Zettel stehen? Auf meinem imaginären Zettel, muss man so sagen. Das Feld hier müssen wir noch bestellen, das ist richtig. Ja, die Geschichte mit der Zuckerrübenfabrik, ne? Da muss ich auch nochmal gucken, was wir da weiter, wie wir da weiter vorgehen. Weil es ist auch eine Geschichte, die da auf alle Fälle noch weitergehen sollte, aber gucken einfach mal. Oh, guck mal. Wiesenberger, hallo. Amter, hallo Herr Wiesenberger. Guten Tag. Ich habe eine Frage an Sie. Haben Sie so in circa 20 Minuten einmal Zeit für mich und könnten Sie zu mir ins Büro kommen? Ja, kann ich machen. Ja, also so in 20 Minuten etwa, das wäre super. Kann ich, ja? 20 Minuten. 20, okay. Ja, bringe ich hin. Ja, super. Dann bis okay. später. Jo, tschüss. Ja. Ins Büro kommen? Ah, vielleicht will er eine Abrechnung machen für die Zuckerrübengeschichte. Das kann sein. Ja, das kann sein. Aber er hätte auch zu mir kommen können, fällt mir gerade auf. Warum muss ich zu ihm kommen? Normalerweise kommt er doch immer vorbei, auf ein Pläuschen und so weiter, ne? Komisch. Naja, mal gucken, was das bringt. Aber ich hoffe, ich schaffe das jetzt noch mit dem Ansehen. 20 Minuten da sein ist jetzt nicht so viel Zeit, muss ich gestehen. Oh ja, gucken wir mal, wie es wird. So, ist hier eigentlich was los heute bei der Zuckerrübenfabrik? Nee, oder? Glaube, hier ist nicht viel los heute. Ah ja, da vorne werden Ballen angepackt von Melu. Sehr schön. Ah, ich mag das, ne? Wenn ein bisschen was passiert, wenn was los ist. Das ist schon... Das erwärmt mein Herz, muss ich sagen. Ach, die fahren die gar nicht so weit. Die werden am Rand gelagert, die. Ach so. Also, du hast schon auch schöne Geräte, ne? Das muss man wirklich so sagen. Wie viele Leute haben die denn hier? Da vorne fährt einer, hier fährt einer. Oh. So. Ah ja, guck mal. Wen haben wir denn da? Hallo. Hallo Werner. Grüß dir. Ich wollte dich schon anrufen, aber dein Handy entweder Akku leer oder kein Empfang. Achso, weiß ich nicht. Ja, ist wie es ist. Es ist alles fertig, vorbereitet. Sehr gut. Du kannst das komplette Feld durchziehen mit der Saat. Ja, mach ich. Super. Gerade ein neues Saatgut geholt. Letzte Big Bag. Mehr hat der Schlager nicht mehr. Okay. Mal gucken, wie weit ich komme. Hast du auch gefragt, ob er noch ein Big Bag mit Pferdegras hat? Oder was wollten wir jetzt hier an den Hang hier hin machen? Ja, prinzipiell. Also ich weiß ja nicht, wie viel Pferdesilage-Zeugs da runterkommt von dem Feld, was wir bestellt haben da oben, ne? Ja, du hast das bei dir oben bestellt, oder? Genau, das bei Uwe drüben. Bei Uwe, ja. Und das bei mir ist ja auch, das ist schon erntereif. Da können wir später mal rüberfahren, kannst du dir angucken. Okay. Die Frage ist halt, wie viel ist das? Ja, das wird schon einiges wert. Ich würde jetzt mit dem Feld noch warten, bevor wir zu viel drauf haben. Ja. Na, meinst du, sollen wir es einfach lassen erstmal? Dann lassen wir es erstmal, würde ich sagen. Ja, wir können ja mal gucken. Wenn wir umrechnen sehen, und ansehen, können wir es ja immer dann noch. Ja, das stimmt. Weil wenn wir jetzt irgendwas drauf haben und das muss wieder geplügt werden, ist blöd. Genau, da läuft jetzt nicht die Zeit davon. Ja. Weil wenn wir jetzt wieder viel Geld für Saatgut ausgeben, was wir nicht brauchen, das lohnt sich aber nicht. Genau, richtig. Weil wenn wir jetzt Gras drauf machen, dann ist es zu viel. Dann haben wir das Gras für das Saatgut umsonst draus. Ja, eben. Dann pflügen wir es wieder unter. Das ist nicht billig. Nee, nee. Okay, nee, dann lassen wir so. Lassen wir erstmal und dann gucken wir mal, wie es benötigt wird. Ansonsten können wir immer noch was drauf machen für die Geschichte mit der Futtermische, ne?
Ja, genau, genau. Können wir auch dann machen. Dann bringe ich die Scheibenecke erstmal zurück zum Herrn Huber. Mach das, mach das. Da war ich gerade. Ah, okay. Also bei meinem Schlager, ist genau nebenan. Genau nebenan, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich dann noch hier bin. Der Herr Bürgermeister hat mich angerufen vor ein paar Minuten. Ich soll wohl in 20 Minuten bei ihm im Büro sein. Okay. Dann lässt den Traktor einfach stehen, dann sehe ich dann fertig, wenn du nicht fertig bist. Ich würde ihn dann mal hochstehen lassen, wenn es okay ist, weil dann kann ich mit dem Pkw dann zum Bürgermeister fahren. Ja, kein Problem, ich fahre sowieso mit dem Deutzer an den Hof und dann fahre ich mit dem Glas weiter. Passt. Ich glaube, es geht um die Abrechnung für die Zuckerrübenfabrik, da haben wir ja auch einiges gemacht. Ah, okay, ja. Ja, das kann sein. Aber das sage ich dir Bescheid. Jo, alles klar. Gut, bis später. Bis später.